Mein Name ist Gabriela Pichler und mein Film heißt Amateurs oder Amateurer in Schwedisch. Und in ein, zwei Sätzen vielleicht, worum es in deinem Film geht? Naja, es geht um das, moderne Schweden. Und ja, es ist eine Komödie, aber auch mit so einem Spitz, kann man das so sagen? Ja. Und warum denkst du, dass sich Leute den Film anschauen sollten? Weil wir alle irgendwie so Stereotypen, Fantasievorstellungen haben über andere Länder. Und ich glaube, speziell Schweden hat so irgendwie, ja, in Deutschland zum Beispiel hat man irgend so Vorstellungen über Schweden, wie sie aussehen und wie man so ist und was Schweden so ist, das nicht mehr stimmt. Und so, weil wir leben in einer globalen Welt und Dinge ändern sich. Und ja, ich finde, wenn man ein modernes Filmprojekt über Schweden sehen möchte, dann sollte man Amateurs anschauen.